Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute nicht wie geplant Battle Royale, sondern wir sehen uns meine Meinung an zu den neuen Yadrat Son Goku plus Super Saiyajin Vegeta C14 und C15. Alle neuen Helden, wozu ich noch nicht meinen Senf abgegeben habe, schauen wir uns heute an. Also ich werde jetzt alle Helden da mal kurz vorstellen, wer das Format noch nicht kennt, und danach meine Meinung dazu abgeben. Wie gut finde ich sie sinnvoll und so weiter und so weiter. Und dann kannst auch du da draußen, lieber Wehrhase, gerne deine Meinung zu den Helden in die Kommentare ballern. Ich hatte heute wirklich einen stressigen, nervigen Tag, deswegen habe ich keine Lust, mich im Battle Royale Modus auch nur irgendwie rumzuärgern heute. Deshalb chillig gucken wir uns heute die neuen Helden an und meine Meinung dazu. Wer es noch nicht gesehen hat, es gab heute auch ein Yu-Gi-Oh! Duel Links Video. Das ist das meistgewünschte Spiel auf meinem Kanal, also schaut da gerne rein. Aber jetzt erstmal los mit unserem Yadrat Son Goku. Ich habe ihn noch nicht auf Level 3000 gebracht, Soul geboostet und so weiter. Hat mich noch nicht genug, soll ich sagen, gereizt, es zu tun. Warum? Weil ich schon einen Super Saiyajin in Rot habe und mit dem sehr, sehr zufrieden bin. Und zwar Super Saiyajin Vegeta. Der rote alte Vegeta wurde ja hart gebufft, deshalb spiele ich lieber mit ihm als mit ihm. Also mit Yadrat Goku, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber wir gucken uns seine maximalen Werte dann natürlich sofort an auf der Internetseite. Wir sehen schon mal, er ist ein Saiyajin, Super Saiyajin, Sonnenfamilie, Legends Road. Sehr viele Möglichkeiten, also ihn in ein Team einzubauen. Natürlich würde ich sagen, auf den ersten Blick rein damit in ein Super Saiyajin Team. Warum? Wenn ihr ihn kombiniert mit Super Saiyajin Blue, also Super Saiyajin Bardock in der Farbe Blau, ich sollte nicht Blue sagen, dann hat er einen enormen Boost durch Bardock und das Ganze läuft ganz, ganz, ganz geil. Seine Künste, die normalen Angriffe sind jetzt nichts Spezielles. Das Kamehameha ist gar nicht mal so bad, denn ihr regeneriert, also ne, eure Ki-Regeneration steigt um 60% für 5 Zeiteinheiten. Das ist viel. Also ihr könnt dann sehr viele Attacken rausballern in kurzer Zeit. Teleportation ist ein ganz geiler Move. Ich hätte ihn mir aber ein bisschen besser gewünscht damals, wie das so rausgekommen ist. Aber im Großen und Ganzen ist er trotzdem geil. Fast allen generischen Angreifen kann man ausweichen. Zum Beispiel Rising Rush. Was? Fast allen generischen Angreifen? Achso. Ich wollte gerade sagen, Rising Rush geht doch gar nicht. Man kann allem ausweichen, bis auf Rising Rush zum Beispiel. Und ist ganz geil. Man teleportiert sich auch direkt zum Gegner hin. Steht also vor seiner Nase plötzlich. Kann ganz sinnvoll sein. Muss man aber, glaube ich, sehr gut abwiegen, ob man das benutzt. Denn die eigene Verschwindenleiste, also das Ausweichen, das eigene Ausweichen, sinkt um 50%. Dann kannst du nicht mehr ausweichen. Auswechselverbot für Verbündete? Auch nicht so geil. Es überzeugt mich nicht. Ganz ehrlich, meine Meinung, es überzeugt mich nicht. Vielleicht müsste ich mehr damit spielen, aber es haut mich nicht so um. Gerne, wie gesagt, deine Meinung in die Kommentare. Seine Hauptfähigkeit: er zieht eine Spezialangriffskarte und regeneriert 100% seiner Verschwindenleiste, also er kann sofort wieder ausweichen, plus 20% mehr Damage. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Er bufft auch die Super Saiyajins, was ziemlich geil ist, wie gesagt, in einem Super Saiyajin-Team, mit zum Beispiel Super Saiyajin Bardock. Und er bufft Legends Road, was ich denke noch nicht so wirklich sinnvoll ist, sich ein Legends Road-Team zu bauen. Rückkehr des Helden ist ganz geil, aber das Problem dabei ist bei dieser Fähigkeit, es funktioniert nur einmal. Wenn du diesen Goku einwechselst in den Kampf, hast du einmal diese Fähigkeiten hier. Du ziehst als nächstes einen Superangriff, du erleidest 60% weniger Damage, richtig krass, und Ki-Regeneration 30% besser. Aber das Ganze nur einmal. Ne? Das heißt, wenn du ihn auswechselst und der Gegner wechselt zum Beispiel gerade auf einen blauen Helden, dann musst du ja wieder auswechseln, deinen Goku, weil das tut ziemlich weh gegen Blau, und dann ist der Buff weg. Und du hast ihn im kompletten Spiel nicht mehr. Überlegenheit der Saiyajins ist auch noch nicht schlecht. Bei Kampfeintritt, also wenn du ihn einwechselst, nach 3 Zeiteinheiten mehr Damage, nach 6 Zeiteinheiten mehr Damage, nach 9 Zeiteinheiten mehr Damage. Ist ganz geil, aber wie gesagt, es ist halt schade, dass der andere Buff nur einmal funktioniert. Bei 30 Ki oder weniger nach Einsatz einer Künstlerkarte regeneriert ihr 50% Ki, 5 Zeiteinheiten lang. Im Großen und Ganzen, er ist gut. Für einen Free-to-Play-Helden, du kannst ja jetzt sofort in deinen Legends Road reingehen, in das Event, und ihn dir holen. Du kannst ihn dir komplett holen. Level 3000, komplett Soul boosten, ab geht die Party. Für sowas ist er natürlich ein super Held.
Aber im Vergleich zu anderen Helden haut er mich einfach nicht so um. Ist natürlich meine eigene Meinung. Also von mir kriegt er einen Daumen hoch, weil er Free-to-Play ist. Aber im Großen und Ganzen, ich bin halt mehr der Super Saiyan Vegeta-Fan. Muss ich ehrlich gestehen, Leute. Es tut mir leid. Wenn jemand anderer Meinung ist oder du damit schon 100 Kämpfe gemacht hast und du denkst, boah, der ist mega OP, schreib's in die Kommentare, Leute. Aber wie gesagt, ich spiele lieber mit diesem Super Saiyan Vegeta. Ist mir, nur mir, persönlich einfach lieber. Ist einfach meine Meinung. Und bevor ich es wieder vergesse, Leute, hier nun auf der Seite GamePress, also dblegends.gamepress, ihr seht es ja eh links oben. Da kann man sich die Helden ganz gut ansehen und da sieht man, Level 3000, komplett 7 Sterne, maximale Soul Boost hatte 727.000 Kampfkraft. Da geht mehr, ne? Da gibt es eindeutig höhere Kampfkräfte, was jetzt natürlich nicht ausschlaggebend ist, ne? Aber ihr seht auch, die Werte sind im Großen und Ganzen, ja, so Top 100, aber nicht überragend. Die Verteidigung, beide Werte sind auf jeden Fall ganz okay. Plus der Crit und Key Restore Speed ist okay. Aber wie ihr seht, er ist nirgendwo irgendwie richtig über mega krass. Also mich überzeugt Yadrat Goku nicht zu 100%. So Leute, kommen wir nun zu Super Saiyan Vegeta. Was ich jetzt schon mal spoilern kann, das ist meiner Meinung nach der beste der neuen Helden. Unser Vegeta kann sich verwandeln in den Super Saiyajin. Wir sehen hier seine Werte 3 Sterne maximal, ne? Also seine maximale Kampfkraft bei 3 Sternen. Wir gucken sie dann auch gleich an bei 7 Sterne. Man sieht natürlich hier, das ist so, naja, ne? Es geht, aber naja. Aber dieser Vegeta kann sich ja in den Super Saiyajin verwandeln. Und dann sieht die Sache ganz anders aus. Der Schlagangriff von 144.000 ist enorm. Ich glaube, das ist sogar Platz 1 aller Helden. Gucken wir uns aber dann später noch an, wie gesagt. Also die Werte auf jeden Fall mega geil. Es ist so. Er ist ein Saiyajin, ne? Super Saiyajin, auch nach der Verwandlung. Da haben mich auch viele gefragt. Vor der Verwandlung ist er ja nur normaler Saiyajin, ne? Also nicht betroffen vom zum Beispiel Bardock-Buff für Super Saiyajins, ne? Wenn er sich aber verwandelt im Kampf, dann gilt das sehr wohl, denn dann ist er auch ein Super Saiyajin. Das dürft ihr nicht vergessen. Also ihr könnt ihn hier in einem Super Saiyajin-Team spielen, weil er verwandelt sich ja in einen und dann hat er die ganzen Buffs und Boosts und Kampfkraftverstärkungen, bla bla bla, alle auf sich. Ne? Darf man nicht vergessen. Seine Künste, die grüne ist okay, sein Schlagschaden steigt um 20%, was aber wichtiger ist, was ich auch bei anderen Helden ganz geil finde, er hier ist ein Schlagangriffstyp. Das heißt, er macht mehr Damage mit roten Strike-Attack-Karten. Und wenn du jetzt zum Beispiel 3 gelbe Karten auf der Hand hast und eine grüne Karte, du denkst, ja scheiße, mit den gelben Karten mache ich halt nicht viel Damage, dann kannst du die grüne Karte aktivieren und zack, sind alle gelben Karten plötzlich rote Karten. Das ist ziemlich sexy. Sein Direct Smash regeneriert 10% Lebensenergie, wenn du den Gegner triffst. Und wenn du auf den Gegner zustürmst mit diesem Angriff, bist du quasi immun davon, weggeschleudert zu werden von Fernangriffen. Ist ziemlich geil. Ist der normale Schlagangriff, glaube ich, auch. Genau, ja. Der normale Schlagangriff auch. Also immer wenn du auf den Gegner zustürmst und er will dich mit Kiesbomben zuballern, macht er dir zwar Damage, aber du wirst nicht weggeschleudert. Ist ziemlich cool. Kennt man von vielen Helden. Finde ich ziemlich sexy. Seine Hauptfähigkeit, er verwandelt sich in den Super Saiyajin. Das war mal klar, ne? Und er zieht schneller Karten. Seine Z-Fähigkeiten sind unter 5 Sterne, bufft er nur den Basis-Schlagangriff von Vegeta-Familie. Und ab 5 Sterne nicht nur Schlagangriff, sondern auch Fernangriff. Finde ich ziemlich geil. Aber natürlich, wie gesagt, nur für Vegeta-Familie. Seine Fähigkeiten hier unten ändern sich übrigens, wenn er sich in den Super Saiyajin verwandelt. Hier sieht man das bei Einsatz einer. Meine Kamera ist schon wieder unscharf. Bei Einsatz einer künstlichen Schlagangriffskarte steigt euer Spezialangriffsschaden. Das heißt, wenn du rote Karten einsetzt, wird deine blaue Karte stärker. Und unten noch bei Kampfantritt, also wenn du ihn einwechselst, erlittener Schaden wird weniger. Also du leidest weniger Schaden, du machst mehr Schaden. 50% mehr Schaden tut schon ziemlich weh. Aber das Ganze ändert sich in der Verwandlung. Dann hast du eine neue Hauptfähigkeit und zwar ziehst du dann eine Spezialangriffskarte, also die blaue Karte. Die Kosten für Schlagangriffe werden gesenkt, der Schlagschaden steigt und du ziehst schneller Karten. What the fuck? Okay, ist ziemlich geil. Bei den Fähigkeiten ändert sich natürlich nichts bei den Z-Fähigkeiten, aber hier unten, hier siehst du, da erhöhen sich die Prozente. Spezialangriffskarten machen dann 15% mehr Damage und sie kosten weniger.
Ist ziemlich geil. Und auch hier wird das geändert. Wenn du ihn einwechselst, sind die Prozente hier höher. 25, 20, 30. Und wenn wir hier zurückgehen, 20, 20, 30. Das heißt, der erlittene Schaden wird dann noch weniger. Ich muss sagen, ich finde den Vegeta mega geil. Er ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Beide Daumen nach oben. Meine Meinung ist doppelt Daumen nach oben. Richtig geiler neuer Charakter. Wobei ich noch sagen muss, es ist schwieriger zu spielen in einem Team als der blaue Gogeta. Warum? Der blaue Gogeta gehört in ein Fusionsteam, ist am besten aufgehoben und da hat er geile Buffs nebenher. Dieser Vegeta gehört eigentlich in ein Super Saiyajin Team. Im Super Saiyajin Team spielt man eigentlich Super Saiyajin Bardock dazu. Dann hast du aber zwei blaue Helden schon mal im Team. Also musst du bei grünen Gegnern ein bisschen aufpassen. Ne? Ist, denke ich, ein bisschen schwerer zu spielen, aber, denke ich, sehr, sehr mächtig. So Leute, dann gucken wir uns den Vegeta hier noch kurz an auf maximalen Level. Level 3000, komplett 7 Sterne, komplett Soul geboostet. Das sind seine Stats hier. Ist normal. Haut keinen um, ne? Aber im Super Saiyajin Modus, Leute, 811.000 Kampfkraft, bam, in your face. Die zweithöchsten Leben im kompletten Spiel, den höchsten Strike Attack, also den höchsten Schlagangriff im kompletten Spiel. Dafür ist der Blast Attack, also der Fernangriff, nicht so stark. Die Verteidigungen sind auch beide super. Crit-Wert ist super und Ki-Regeneration ist so Mittelfeld von den Top 100. Ist okay, könnte auch besser sein. Aber im Großen und Ganzen, Alter, das zweithöchste Leben und den höchsten Attack bei Schlagangriffen. Vegeta haut richtig hart rein im Super Saiyajin. Als nächstes kommen wir zu Cyborg Nummer 14 oder zu C14 oder Android 14. In welcher Sprache man das auch immer ausdrücken will. Er ist echt nicht schlecht, Leute. Der ist echt nicht schlecht. Man guckt mal auf die Kampfkraft. Sieht man schon mal, das haut rein, ne? Leben echt hoch. Schlagangriff echt hoch. Fernangriff ziemlich beschissen. Also merkt man schon den Unterschied. Verteidigung ist okay. Ki-Regeneration könnte besser sein. Im Großen und Ganzen, die Werte hier überzeugen mich nicht. Und mein Kamerafokus auch nicht. So, dann, er ist nur ein Cyborg. Ihr könnt ihn also nur in einem Cyborg-Team spielen oder in Kinoversion Saga. Ob er da reinpasst, sehen wir gleich. Seine Angriffe, die normalen, machen jetzt nichts Spezielles. Der atomare Schlag. Wenn ihr die Gegner trefft, zerstört ihr zwei zufällige Karten vom Gegner. Ist jetzt nichts Neues. 15% Chance, dass der Gegner unmächtig wird. Ist ganz geil. Und die Dateneingabe ändert sich je nach Nutzung. Wenn die grüne Karte einmal einsetzt, steigt euer... eigentlich steigt euer Schlagschaden, weil die Schlagverteidigung vom Gegner wird schlechter. Beim zweiten Mal einsetzen, das gleiche für Verbündete. Und beim dritten Mal einsetzen, Kosten für Schlagangriffe aller Gegner werden teurer. Ist okay. Was ist denn mit meinem Kamerafokus, Mann? Also manchmal kann ich diese Kamera rauswerfen mit dem Fokus, ne? Der Fokus geht einem echt auf die Eier. Die Hauptfähigkeit, als nächstes zieht ihr eine Schlagangriffskarte. Okay. Haut mich jetzt nicht um. Regeneriert 20 Ki. Ist okay. Auch nicht viel. Wirkung des gegnerischen Attributs. Also, wenn der Gegner einen Helden einwechselt, während ihr gerade auf ihn draufhaut, dann gibt es Helden, wo dann der Schaden verringert wird. Das wird hier auch verringert. Es ist schwer zu erklären. Bei Schlagangriff Treffer, Chance auf Unmacht. Das ist geil. Leute, wenn ihr den Gegner trefft mit einer Schlagangriffskarte, habt ihr für 10 Zeiteinheiten eine 20% Chance, dass der Gegner ohnmächtig wird. Ist cool. Aber für eine Hauptfähigkeit im Großen und Ganzen nicht so geil. Seine Z-Fähigkeit bufft Cyborgs. Also, wie wir letztens im Teambau-Video gelernt haben, spielt ihn nicht unbedingt in einem Kinoversion-Saga-Team, da er keine Kinoversion-Saga bufft, sondern Cyborgs. Also eher rein in ein Cyborg-Team. Ob ihr Cyborg-Teams spielen wollt zurzeit, ist euch überlassen. Haut mich nicht so um, muss ich echt sagen. Ne? Seine einzigartige Fähigkeit bei Kampfantritt, also wenn ihr ihn einwechselt zum Beispiel, verwandelt Fernangriffskarten in Schlagangriffskarten, ist ziemlich geil. Das heißt, ihr müsst ihn nur einwechseln und eure gelben Karten werden zu roten Karten. Ist geil, da dazu nämlich auch noch 35% mehr Schlagschaden kommt. Das ist sexy. Und Körper des Cyborgs, erlittener Schaden durch physische Fernangriffe
sinken um 40%. Ist ganz geil, er ist immun gegen Statuseffekte dreimal, ist okay. Und für jedes verbündete Cyborg-Kampfmitglied steigt nochmal der Schlagschaden um 15%. Also eine Sache sehen wir hier sehr, sehr deutlich bei ihm. Es ist alles darauf ausgelegt, dass ihr mit euren Fäusten den Gegner komplett pulverisiert. Aber wie gesagt, ihr müsst dafür ein Cyborg-Team spielen. Ob ihr das wollt, ist eine andere Geschichte. Also von mir, er ist stark, aber er überzeugt mich nicht komplett. So einen halben Daumen nach oben kriegt er von mir. Es tut mir leid, ich kann mit ihm jetzt nicht so viel anfangen, wie mit Vegeta zum Beispiel oder mit Goku. Er haut mich nicht so ganz um, aber wie gesagt, deine Meinung gerne in die Kommentare. Dann müssen wir natürlich auch noch kurz angucken mit den vollen Werten. Level 3000, Soul Boost, bla bla bla, 735.000 Kampfkraft. Da geht mehr. Aber wir sehen, das 12. höchste Leben aller Helden im Spiel, geil. 15. höchste Attack im ganzen Spiel, Nahkampfangriff, geil. Und 19. höchste Verteidigung im Strike Defense und auch im Blast Defense, beide Werte echt gut. Man sieht also, er hält verdammt viel aus und macht verdammt viel Schlagangriff. Nur bei Blast Attack Karten haut er ein bisschen rein, also da scheißt er ein bisschen rein. Benutzt mit ihm eher nicht gelbe Karten im Kampf, sondern versucht alles mögliche, damit er bei den Schlagangriffskarten bleibt. Sein Crit-Wert ist Mittelfeld, ist okay. Seine Ki-Regeneration, wie gesagt, ist eher schlecht. Also ja, das sind seine maximalen Werte auf 7 Sterne, komplett geboostet. Als letztes kommen wir heute zu C15. Der nächste Cyborg in unserer Liste gehören zusammen C14, C15. Ihr seht es am Hintergrund der Karten schon, ne? Hier im Hintergrund C14, C15 hier oben. Und hier im Hintergrund genau das gleiche Bild. Da waren die Dragon Ball Legends Entwickler ein bisschen faul und haben einfach den gleichen Hintergrund genommen, ne? Kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Auch er hier, muss ich sagen, überzeugt mich nicht so. Aber er hat auch Vorteile. Leute, ihr seht mich schon mal, er ist ein Unterstützertyp. Das heißt, er macht logischerweise nicht viel Damage. Das haben Supporter so an sich, dass sie nicht den größten Damage verursachen. Er ist auch wieder ein Cyborg und gehört zur Kinoversion Saga. Aber auch bei ihm gilt, spielt ihn lieber in einem Cyborg-Team. Weiter geht's. Seine normalen Angriffe machen jetzt nichts Spezielles. Seine blaue Spezialfähigkeit ist ganz geil. Nämlich, ihr fügt erstmal großen Damage zu und habt eine 50% Chance, den Gegner zu paralysieren. Mega geil. Das heißt zum Beispiel, ihr kämpft mit ihm hier, haut dem Gegner eine blaue Karte ins Gesicht. Wenn er dann paralysiert ist, wechselt ihr zurück auf C14 und vermöbelt ihn so richtig hart mit Strike-Attack-Karten zum Beispiel. Ne? Wäre eine Kombination, für was diese Supporter hier geeignet sind. Auch bei ihm hier die Dateneingabe wie bei C14. Ihr seht es, Gegner leiert mehr Damage und die Angriffe kosten mehr. Aber hier nicht für Strike-Attacks, sondern für Fernangriffskarten. Ich hasse den Fokus meiner Kamera. Scheiß drauf, ihr wisst eh, wie hübsch ich bin. Das war ein Spaß. Leute, so, Hauptfähigkeit, haut mich auch nicht um. Alle eigenen Karten werden zerstört und 4 neue gezogen. Plus, ihr regeneriert 60 Ki. Ja, wow. Ja, super. Leute, das können andere Karten. Das kann Riss zum Beispiel mit der grünen Karte. Und dafür muss nicht seine Hauptfähigkeit geopfert werden. Der Kamerafokus macht mich echt irre. So, Leute. Zu den Z-Fähigkeiten sehen wir auch schon wieder das gleiche wie bei C14. Und zwar, er ist darauf ausgelegt, Cyborgs zu buffen. Also vergesst die Sache mit Kinoversionssaga meiner Meinung nach. Und baut euch lieber ein Cyborg-Team. Beim Cyborg-Team habt ihr ein Problem halt, dass zum Beispiel der letzte Cyborg, der gebufft wurde, C17 ist. Und C17 ist genauso lila wie C15. Ob ihr mit 2 lila Karten spielen wollt, ist euch überlassen. Leute, Verknüpfung der Gehirne der Cyborgs. Bei Deckungswechsel, das heißt, wenn du diesen Helden hier einwechselst, während ein anderer Held von dir auf die Schnauze bekommt, leidet dieser Held hier, C15, 25% weniger Damage. Wird er dann wieder ausgewechselt auf einen anderen Helden, unser C15, dann haben die Verbündeten Boosts. Ist ganz klar, er ist ein Unterstützertyp. Er muss ja irgendwas buffen, damit er Sinn macht in einem Team. Und zwar der zugefügte Schaden vom Verbündeten steigt um 20%, ist geil, plus die Kosten für Schlag- und Fernangriffe für Cyborgs werden gesenkt. Auch ganz geil, ne? Das heißt, wie gesagt, ihr greift den Gegner mit der blauen Karte zum Beispiel an, paralysiert ihn und wechselt dann zurück auf euren C14 zum Beispiel. Der macht automatisch mehr Damage, seine Angriffe kosten weniger
und haut halt richtig hart rein. Also die Kombination von C14 und C15 stelle ich mir sogar wirklich stark vor. Und die letzte Fähigkeit von ihm macht immun gegen Statuseffekte. Das heißt, er kann nicht irgendwie betroffen werden von Attack Down oder Verteidigung Down und so weiter. Ist ganz geil. Und bei Kampfantritt als nächstes zieht ihr eine super Angriffskarte. Das Ganze funktioniert zweimal. Im Großen und Ganzen ist es ein geiler Supporter in einem Cyborg-Team, muss man schon sagen. Also mit C14 und C15 gemeinsam, die sind schon mal gut. Aber wie gesagt, auch er haut mich einfach nicht vom Hocker. Vor allem seine Hauptfähigkeit, Karten neu zu ziehen. Ja, das kann Viz auch. Und Viz ist ein Extreme-Held und Viz macht es mit der grünen Karte zum Beispiel. Haut mich nicht so um. Also auch er hier nur von mir so einen halben Daumen. Er kann mich leider nicht überzeugen. Es tut mir leid. Gerne deine Meinung in die Kommentare. So Leute, und last but not least hier C15. Den gucken wir uns auch natürlich noch an. Komplett Level 3000, Soul geboostet und so weiter. Sehen wir hier 736.000 Kampfkraft. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so krass. Aber bei ihm ist nicht das Problem, denn er ist ein Supporter. Leben ist Mittelfeld, Attack ist ziemlich scheiße, muss man so sagen. Dafür seine Verteidigungswerte, beide in den Top 20 aller Helden in Dragon Ball Legends. Ist also vollkommen okay. Sein Crit-Wert ist auf Rang 3 und sein Key Restore Speed auf Rang 4. Das ist ein bisschen krass. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich notwendig, also der Crit Farm ist es nicht wirklich notwendig. Mal kurz nachgucken, Moment mal. 3-4? 3-2? Okay, das passt ja überhaupt nicht. Ich denke mir gerade, das ist doch viel zu wenig. Platz 18. Okay, hier haben sie auf jeden Fall einen Fehler drin, Leute. Da hat die Internetseite auf jeden Fall einen Fehler drin. Mit diesem Crit-Wert kann er niemals Platz 3 sein. Gut, dass wir das jetzt gesehen haben, ne? Wie gesagt, verlasst euch nie zu 100% auf Internetseiten. Das passt schon mal gar nicht. Aber sein Key Restore Speed ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und sorgt dafür, dass ihr schneller Karten zieht und schneller Karten einsetzen könnt, natürlich, um euer Team zu unterstützen. So Leute, das war's aber im Großen und Ganzen. Mit diesem schönen Vegeta hier, den ich vielleicht ja mal wo gezogen habe, verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meiner Meinung oder vielleicht die Helden ein bisschen besser näher bringen. Wie gesagt, dieser Vegeta hier, obergeil. Schwerer zu spielen in einem Team, denke ich aber, als Gogeta, der Blaue, was ich auch in den Super Saiyajin verwandeln kann. Die zwei Androiden gemeinsam, ja, ganz geil, aber man muss halt ein Cyborg-Team spielen wollen. Das ist Voraussetzung. Und der Yadrat Goku für Free-to-Play ist auf jeden Fall vollkommen okay. Jetzt mal deine Meinung gerne in die Kommentare und schau auch gerne jetzt am Ende des Videos. Drück gerne auf das nächste Video, wie zum Beispiel gestern das Gogeta-Opening oder heute das Yu-Gi-Oh! Duel Links-Video. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ärger dich nicht zu viel und lass dich nicht nerven, so wie ich heute bei der Arbeit. Chill, Leute, ganz viel chillen und gerne Teil der Wehrhasen-Community werden. Viel Spaß, haut rein und ciao.